Frau Professor Mühlleitner, vielen Dank für das Interview. Wir sprechen heute über Frauen in Naturwissenschaften. Jetzt gibt es ja sehr wenige Mädchen in den Physikstudiengängen. 15% sind das nur. Warum ist das Ihrer Meinung nach so? Schwierig zu sagen. Ich kann da natürlich auch nur drüber spekulieren und auch meine eigenen Erfahrungen einfließen lassen. Ich denke mal, dass sich vielleicht Mädchen das nicht so richtig zutrauen, dass sie denken, sie würden das nicht schaffen, obwohl sie es natürlich schaffen können. Meiner Meinung nach können Mädchen genauso gut Physik, Mathematik, technische Fächer studieren. Aber sie sind vielleicht auch nicht dahingehend sozialisiert worden, ne? Wenn man sich mal anschaut, worauf werden Mädchen getrimmt? Ja, am besten, dass sie das nächste Topmodel werden, dass sie toll aussehen. Wenn man sich mal die Werbekataloge an Weihnachten anschaut, da geht es um hübsche Barbie-Puppen, aber es geht eben nicht darum, die nächste Top-Physikerin zu werden und Physik zu machen, was Wissenschaftliches zu studieren. Das heißt, sie haben ja auch überhaupt keine Vorbilder, und Vorbilder brauchen junge Menschen und etwas, dem sie nacheifern können. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einen großen Anteil davon ausmacht, warum sie es nicht machen und dass sie es sich nicht trauen. Und dann ist es natürlich auch eine Frage, ob man das will, weil wenn man dann sagt, okay, ich studiere Physik, dann ist es zumindest heutzutage klar, man taucht in eine Männerwelt ein. Mhm. Das ist ja ein großer Schritt. Man kommt vom Gymnasium, war immer von seinen Freundinnen umgeben und auf einmal ist man nur noch mit Jungs zusammen. Ja? Hat man vielleicht auch ein bisschen Angst davor. Also das sind vielleicht so Sachen, die das Ganze beeinflussen könnten. Von den Mädchen, die jetzt Physik anfangen zu studieren, wie viele davon promovieren dann oder schaffen es dann auch bis zur Professur? Also da bin ich selber auch etwas überfragt. Ich kann da auch immer noch ein bisschen im Internet gucken und suche mir da so die Zahlen raus. Was ich so im Kopf habe, ist, dass vielleicht von so 20-25% Studienanfängerinnen sind es dann so 10-15, die Diplom machen, auch Promotion, da ändert sich nicht viel. Aber dann zur Habilitation hin nimmt es natürlich ab. 8% ungefähr, glaube ich, war es. Und bei den Professorinnen dann bleibt es bei 3%. Also da geht es dann ganz schön in die Knie nachher. Was sind denn so die Faktoren Ihrer Meinung nach, warum es gerade für Frauen schwieriger zu sein scheint, eben diese wissenschaftliche Karriere bis zur Professur auch durchzuziehen? Ich denke mir, das ist natürlich, der Weg dorthin zu kommen, ist nicht einfach. Also ich weiß natürlich nur, wie es bei uns hier in der Teilchenphysik ist, nachdem wir die Promotion haben, gehen wir alle 2 Jahre woanders hin, am besten auch ins Ausland. Und das ist natürlich schwierig für Frauen, weil die sagen ja auch, wie Männer natürlich auch, wir wollen Kinder haben. Und da gibt es ein gewisses Zeitfenster für Frauen, in dem das möglich ist. In der Regel wird man in Deutschland Professor oder Professorin mit 40 bis 45. Und ob man dann noch Kinder kriegen soll, kann überhaupt, ist die Frage. Und wenn man sie vorher kriegt, wie soll das denn gehen, wenn ich alle 2 Jahre woanders bin und mein Partner vielleicht in einem anderen Land, traue ich mir das zu, in dieser Zeit allein ein Kind großzuziehen, bis wir dann endlich zusammen sind? Die Frage, ob wir jemals am selben Ort sind. Und man kann natürlich von niemandem verlangen, dass er auf seine Familie verzichtet. Ja, dann ist schon die Frage, traut man sich das zu? Will man sich das überhaupt antun, diesen beschwerlichen Weg? Ich könnte mir vorstellen, dass das so einer der Hauptgründe ist, warum das Frauen dann weniger in Angriff nehmen. Stichwort Auslandsaufenthalt. Sie waren ja selbst auch eine ganze Weile in Frankreich. Was gibt es denn da für Unterschiede in diesem Bereich? Ist das ein deutsches Problem, dass die Frauenquote nach oben hin im wissenschaftlichen Bereich so abnimmt, oder gibt es da tatsächlich internationale Unterschiede? Ich denke schon, dass da Unterschiede gibt. Also in Frankreich ist schon mal das Hochschulsystem etwas anders. Also man kann schon früher eine feste Anstellung bekommen, also in relativ jungen Jahren, 30 bis 35. Natürlich ändert sich das momentan in Frankreich auch. Es wird auch schwieriger. Aber es gibt diese Möglichkeiten. Das ist natürlich attraktiv für Frauen, wenn sie sagen, okay, ich kann Wissenschaft machen und weiß schon mit 35 ungefähr, hier bin ich sesshaft und kann meine Familie gründen. Und dann sind natürlich die Strukturen der Kinderbetreuung dort sehr viel fortschrittlicher als in Deutschland. Es gibt natürlich die Ganztagesschulen, dann Betreuung zusätzliche bis spät abends. Auch die Infrastrukturen sind
besser bezüglich zum Beispiel Kinderärzten, die einfach spät abends auf haben, Läden, die bis 10 Uhr abends auf haben. Gut, das haben wir in Deutschland jetzt natürlich auch, das ist auch besser geworden. Das Ganze macht es etwas einfacher. Und auch die Einstellung gegenüber berufstätigen Frauen an sich, denke ich, ist in Frankreich etwas lockerer. Also, weil es dort normal ist, dass Frauen arbeiten gehen. Bei uns ist es eher noch nicht ganz so normal, dass eine Frau ganztags berufstätig ist und Kinder hat. Und in Frankreich haben die bis zu 3 Kinder und arbeiten den ganzen Tag. Und auch die Kollegen sind dementsprechend etwas entspannter. Na, wenn da mal, habe ich erlebt, eine Frau hat gerade ihr Kind bekommen, konnte ihren Vortrag, musste verschoben werden um 20 Minuten, weil sie erst mal stillt. Na, sind die nicht gleich vor Schreck in Ohnmacht gefallen, die männlichen Kollegen, sondern gesagt, okay, so what, ist halt so. Ja. Und ich glaube, da sind die insgesamt ein bisschen entspannter, als das hier der Fall ist, weil sie einfach mehr Erfahrung damit haben. Das kann hier natürlich genauso werden, wenn wir mehr Frauen in der Physik haben. Aber noch sind wir nicht so weit. Wie machen Sie es denn mit Ihrer Familie? Also ich habe meinen Sohn im Schülerhort, also in Karlsruhe gibt es Schülerhort, zum Glück. Das hat sich auch sehr geändert gegenüber meiner Studienzeit. Da ist er bis 17 Uhr und in den Ferien kann er auch dorthin. Und hier am KIT gibt es auch eine Ferienbetreuung, da geht er vor allem in den Sommerferien hin. Und das ist natürlich klasse, weil ich den dann direkt mit zur Arbeit nehmen kann und nicht noch einen Umweg fahren muss und noch Zeit verliere. Und dann habe ich natürlich vor allem meinen Mann, der mir hilft. Ohne das wäre es überhaupt nicht möglich, der dann natürlich auch, wenn ich jetzt später heimkomme, dann holt er halt den Kleinen ab. Und wenn ich auf Konferenzen bin, kümmert er sich. Und dann noch die sozialen Kontakte, die man eben über die Schule, über den Spielplatz kriegt. Also da habe ich gleich geschaut, ganz am Anfang, als wir hier vor 2 Jahren hergezogen sind, dass ich gleich Kontakte bekomme, damit eben im Zweifelsfall auch eine Mutter von einem Schulkameraden ihn abholen kann. Und das klappt auch ganz gut. Wir machen das jetzt auch selber für eine Freundin, die das Kind morgens zu uns bringt, weil sie einfach schon um 6 anfängt zu arbeiten. Und so hilft man sich eben gegenseitig. Ja, schön. Was könnte denn eine Universität in Ihren Augen tun, um den Frauenanteil zu erhöhen, gerade in naturwissenschaftlichen Fächern? Also es gibt ja schon einiges, was ich so ganz gut finde, wie den Girls Day, den gibt es ja deutschlandweit. Das finde ich eine tolle Sache, weil dann eben auch Mädchen kommen können, sich das angucken können, wie das so abgeht in der Uni und dann auch mal echte Wissenschaftlerinnen kennenlernen. Dann, was ich toll finde, finde ich die Kinderuni, die es hier am KIT gibt in den Sommerferien. Da kommen dann die Kinder, die Schulkinder hierher und schauen sich das an. Insgesamt, was ich auch noch gut fände, wäre einfach, wenn Frauen, also Professorinnen, gibt ja nicht viele, oder Wissenschaftlerinnen, können ja auch Postdoktorandinnen sein, in die Schulen gehen und von dem Fach erzählen. Weil dann eben die Mädchen sehen, wow, es gibt Frauen in der Naturwissenschaft und die sind sogar ganz normal, ja. Und die können dann als Vorbilder fungieren und Mut machen, dass sowas möglich ist, dass man Familie hat und Naturwissenschaften studiert und vielleicht überlegt sich dann das eine oder andere Mädchen das. Und dann natürlich insgesamt die Rahmenbedingungen verbessern, wie eine gute Kinderbetreuung auch an der Uni wäre toll, gerade für Studentinnen, wenn die eben während der Studienzeit ein Kind bekommen, finanziell machbar am besten. So, diese Dinge.